Hallo, hallo meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zu der Kartenlegung für Oktober 2022. Und diese Legung ist für alle, die unter dem Sternzeichen Krebs geboren sind. Meine Lieben, ich hoffe, dass diese Legung wird eure Geschichte erzählen. Ich hoffe, dass die Karten hier etwas zeigen, was sich gerade in eurem Leben bewegt. Und das, was die Karten zeigen, soll auch behilflich für euch sein. Nicht nur im Monat Oktober, aber auch vielleicht irgendwann in der Zukunft. Wir gehen davon aus, dass diese Legung wird mit euch resonieren. Wenn das nicht so sein sollte, dann ist das leider nicht eure Legung. So wie das immer ist mit Horoskopen, mit solchen Legungen, passt nicht immer, aber wir sind gute Hoffnung, dass diese Legung wird doch eure Geschichte erzählen. Erste Karte, das ist euer Thema im Oktober. Fünfte Schwerter. Das, was sich hier kreuzt oder behilflich sein wird, das ist der Eremit. Hier haben wir Ritter der Schwerter, euer Bewusstsein, euer Unterbewusstsein, der Turm, das was war, drei der Stäbe, das was kommt, vier der Scheiben, eure Energie, drei der Scheiben, äußere Energie, zehn der Kelche, das Gericht, das sind eure Hoffnungen oder Ängste und die letzte Karte für die Zukunft. Für die nächsten paar Wochen. Okay. So. Eure Thema, fünfte Schwerter. Das ist keine gute Karte, muss ich sagen. Ja, aber keine Angst. Wir gucken, wie die Legung sich entwickelt, weil diese Karte will vielleicht auf etwas hinweisen. Fünfte Schwerter, das ist eine typische Karte für Niederlage. Etwas gelingt nicht, etwas läuft nicht so oder nicht gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Und da zerbricht man sich den Kopf, man macht sich selbst Vorwürfe, man überlegt sich, was habe ich hier falsch gemacht, wie könnte ich hier anders mich verhalten, um diese Situation anders hier zu gestalten. Und ja, diese Karte, das ist so eine richtige Karte, wo man auch sieht, man fällt in so eine depressive Stimmung, weil mir ist etwas nicht gelungen. Ja? Aber so ist es halt im Leben. Und ich muss sagen, wir sind alle nicht perfekt. Wir machen unsere Fehler. Ja? Manche Entscheidungen sind nicht positiv, nicht gut für uns. Und dann irgendwann stehen wir da und wir fühlen sich als Versager. Ja? Das hat einfach nicht funktioniert, nicht geklappt. Aber manchmal, gerade weil das nicht geklappt hat, das ist gut für uns. Nur wir wissen in dem Moment es gar nicht. In dem Moment, wir denken, wir sind die Versager, das hat alles nicht funktioniert, das ist totale Katastrophe für uns, weil wir haben hier falsche Entscheidungen getroffen und so weiter, ja. Irgendwann später, paar Monate später, manchmal paar Jahre später, sehen wir diese Situation total anders und wir können sogar denken, das war für uns eine Rettung. Ja, aber in dem Moment sehen wir das gar nicht. Aber okay, wir gucken, wie diese Legung sich weiterentwickelt, was hier euch hier hilft. Nachdenken, Zeit für sich nehmen, Ruhe suchen, überlegen, was habe ich hier falsch gemacht oder wie könnte ich mir hier falsch verhalten, aber ohne diese Vorwürfe, ohne diese sich selbst runterzuziehen, ja, einfach reflektieren, um später im Leben gerade diese Fehler zu vermeiden. Einfach reflektieren, um zu gucken, wie weit habe ich mich entwickelt, was hat diese Situation mir gegeben, was habe ich daraus gelernt, bin ich jetzt reifer, klüger, schlauer? Ja, also solche Situationen sind auch
dafür, dass wir auch uns entwickeln, dass wir reifer werden, dass wir auch weiser werden, klüger werden. Ja, also die sind nicht einfach so unzuerkennen, ja. Was war? Wir haben drei der Stäbe. Drei der Stäbe zeigt, dass man in Vergangenheit hat schon versucht, etwas im Leben zu verändern. Man wollte mit einem neuen Plan, mit einer neuen Aufgabe starten, aber man war nicht so ganz sicher, ob das das Richtige ist. Etwas hat euch hier nicht gepasst, ja, was natürlich Einfluss hat auf dieses Thema, die euch in diesem Monat bewegen wird. Euer Bewusstsein. Bewusstsein, hier haben wir Ritter der Schwerter und das ist eine typische Entwicklungskarte. Man möchte etwas lernen über sich selbst. Man möchte sich weiterbilden. Man möchte mit schlauen Menschen sich umgehen. Man möchte intellektuell weiterkommen. Man möchte auch manche Sachen verstehen, die man bis jetzt nicht verstanden hat. Deswegen ist diese Wissen auch wichtig. Ja? Diese Wissen, warum manche Sachen laufen im Leben so und nicht anders. Also, wenn wir uns entwickeln, wenn wir viel wissen, dann sind wir auch sicherer im Leben. Wir gehen sicherer durch das Leben, ja, durch diese Entwicklung. Das ist sehr, sehr wichtig, ja. Das ist wie ein Baby, wenn auf die Welt kommt, das ist so, ja, unbeschwert, weiß vieles nicht. Die Eltern müssen dem Kind dann zeigen und erklären, warum du musst dich so oder so verhalten, ja, dass du irgendwelche Fehler nicht machen wirst. Und diese Weiterkommen, diese Entwicklung für euch ist ja sehr, sehr wichtig. Diese schlauer zu werden, klüger im Leben zu werden. In Unterbewusstsein habt ihr auch das Gefühl, hier muss etwas passieren, hier muss auch etwas zu Ende gehen, um etwas Platz zu machen für was Neues. Weil das, was hier in eurem Leben noch ist, ist etwas, was euch stört und euch keine Ruhe gibt. Ja, das muss weg, das muss weg, weil das stört euch auch vielleicht hier in diesem Thema. Ja, warum habe ich diese Niederlage? Aus irgendwelchem Grund. Man muss nach dem Grund suchen, man muss sich fragen, warum ist das dazu gekommen? Und hier haben wir im Unterbewusstsein auch dieses Gefühl, da muss sich etwas verändern in meinem Leben. Es sind Sachen, die müssen weg, die brauche ich nicht mehr, die stehen mir im Weg. Aber wir gucken erst euer Thema. Die Transformation, sehr gute Karte. Transformation, dann haben wir sieben der Schwerter und wir haben zwei der Münzen. Also wir sehen neue Möglichkeiten. Das Leben wird euch neue Möglichkeiten bieten. Man muss aus diesen Möglichkeiten oder man wird aus diesen Möglichkeiten versuchen, das Beste rauszuholen, um weiterzukommen, um eine Veränderung zu schaffen im Leben, ja, positive Veränderung. Aber wir haben auch sieben der Schwerter und hier ist das Gefahr, dass in diesem Ganzen, was Neues auf euch zukommt, dass jemand wird nicht sauber spielen. Ja, sieben der Schwerter, typische Karte für Betrüger, Lügner und die ganze Schlangen, sagen wir, die sich da so manchmal neben uns zeigen, die wollen uns einfach ausnutzen. Und das ist eine Karte, die zeigt auch, pass auf, weil da sind die Möglichkeiten, gute Möglichkeiten, aber da, wo die neuen Möglichkeiten sich bieten, natürlich sind auch irgendwelche Neider, die euch das nicht gönnen,
dass man diese Wechseln, ja, die zweite Münzen zeigt diese positive Wechsel im Leben, dass ihr diese Wechsel schafft. Und das natürlich gibt euch auch ein bisschen, kann man sagen, Angst, dass man hier ausgenutzt wird, ja, dass das alles nicht so funktioniert wird, wie man sich das erhofft. Unterbewusstsein, da gucken wir noch, was ist mit dem Turm? Fünfte Kelche, König der Münzen und achte Stäbe. Die Gefühle, die schlechte, sagen wir, die Erfahrungen, die man im Leben gemacht hat und die nicht gut waren, die sitzen irgendwo tief, tief irgendwo und Unterbewusstsein hat sich gespeichert. Das muss weg. Ja, das muss weg. Hier sehen wir der Turm, da muss etwas auseinanderfallen. Also diese schlechten Erfahrungen, man will vergessen, man will retuschieren, man muss das löschen, einfach löschen aus dem Unterbewusstsein, dass man dann mehr Platz kriegt auf gute Sachen, auf positive Sachen, positive, ja, haben wir auch positive Erinnerungen, ja. König der Münzen zeigt auch Weiterkommen, auch so dieser positive Wechsel, man möchte weiterkommen, man möchte sich entwickeln, was die Finanzen angeht, was das Material angeht, man möchte steigern, ja. Acht der Stäbe zeigt, dass man hofft auf irgendwelche Wunder, sage ich auch. Wunder, ja, kann ich auch so sehen. Ob ein plötzliches Ereignis, ja, wie aus dem heiteren Himmel kommt etwas und verändert unser Leben auf bessere. Ja, und man hofft hier, ja, da hat man irgendwie im Unterbewusstsein, ja, das wird so sein. Irgendwann passiert etwas Wunderbares und ich werde rauskommen. Okay, hier, das ist das eine, aber ihr habt auch diesen Drang, selbst zu verändern. Nicht nur das Unterbewusstsein arbeitet für euch, aber ihr auch bewusst arbeitet, ja. Bewusst auch, man möchte weiterkommen, ja, man möchte sich entwickeln. Und hier haben wir typische Arbeitskarte, drei der Scheiben, eure Energie fließt auf dem Thema. Man möchte weiterkommen, man möchte weiterkommen und man wird sich dann anstrengen, um die Ziele zu erreichen. Aber die Ängste sind da, das Ängste zu versagen. Ja, vielleicht klappt es nicht. Man hat diese Angst. Vielleicht klappt es nicht mit dem, was ich hier vornehme. Und ich arbeite schon so viel, ich habe zu viele Pläne, aber ich habe auch Angst, dass ich die Niederlage bekomme, dass ich der Versager werde, dass das nicht klappt. Aber wenn wir Angst haben, was machen wir dann, wenn wir Angst haben? Also ich muss sagen, ich habe ja irgendwann herausgefunden, so einen Trick, wenn man Angst hat. Was muss man dann machen? Man muss sich eine Frage stellen, was passiert mir in den schlimmsten Fall? Ja? Sagen wir, wir haben hier Angst zu versagen. Wir werden einen neuen Job anfangen als Beispiel und wir fühlen uns doch nicht so fit für diesen Job, nicht gut genug. Und ja, was passiert dann, wenn wir das nicht schaffen? Und dann natürlich, diese Angst bremst uns, diese Angst bringt uns auch zu einer passiven Situation, statt zu entwickeln und mit Freude an diese Sache ranzukommen, da werden wir irgendwie versteift und werden dann vielleicht angespannt und so weiter, was natürlich nicht gut ist. Und dann vielleicht erreichen wir gerade das. Aber wenn wir uns sagen, okay, ich bin vielleicht nicht gut genug für diesen Job, aber ich versuche. Ich weiß nicht, was mich erwartet.
Vielleicht werde ich mich entwickeln. Vielleicht werde ich was Neues lernen. Ja, vielleicht werde ich weiterkommen. Und wenn das wirklich nicht funktioniert, dann werde ich auch das merken rechtzeitig und dann kann ich sich umgucken nach einem neuen Job oder vielleicht in die gleiche Firma, vielleicht die Stelle wechseln. Ja, also einfach den Plan A, Plan B, Plan C sich überlegen, was passiert, wenn. Auf keinen Fall wird euch die Krone runterfallen oder wird ihr sterben. Ja, das passiert nicht. Also man muss, das ist nur ein Beispiel, was ich gesagt habe, man muss sich immer überlegen, was passiert mir am schlimmsten in dem Fall. Und wenn wir die Fragen uns realistisch beantworten, dann ist diese Angst plötzlich so klein, wird immer kleiner, 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 weil wir haben die Lösungen für diese, wenn uns was Schlimmes passiert. Ja? Und eigentlich, die Angst hat immer große Augen, wie man sagt. Okay, jetzt gucken wir weiter. Hier haben wir die 10. Kelche, äußere Einfluss. Ah, da ist jemand draußen, der hat Auge auf euch geworfen. Vielleicht ist es ein neuer Mensch, der wird euch begegnen hier in diesem Monat. Vielleicht ist es der Partner, der jetzige Partner. Und diese Partnerschaft wird sich besser gestalten. Ja, vielleicht gab es hier irgendwelche Reibungen oder irgendwelche Problemchen, warum diese 5 Schwerter hier entstanden ist. Vielleicht geht hier auch um Partnerschaft. Wir gucken mal. 10 der Kelche. Page der Kelche. Noch besser. 9 der Stäbe zeigt, dass die Wunden werden heilen. Und Ast der Kelche. Also, ein neuer Mensch in eurem Leben oder eure Partnerschaft, die jetzige Partnerschaft, wird sich gut gestalten, wird sich neu entwickeln. Man wird wieder glücklich sein mit dem Partner. Das wird noch besser. Ja? Also 3 starke Karten, was Gefühle angeht, was Liebe angeht. Also für Singles wunderbar, für diejenigen, die jemand haben. Wird eure Partnerschaft ein bisschen besser sich gestalten. Ja? Für diejenigen, die gar keine Partnerschaft sich wünschen oder wollen und was immer, vielleicht gute Kontakte mit den anderen Menschen einfach. Vielleicht wird ihr ein neuer Mensch begegnen in eurem Leben, einen guten Freund zum Beispiel. Ja? Oder mit der Familie wird sich alles gut gestalten. Also sehr positive Karten, was Emotionen hat. Hier haben wir eure Hoffnungen. Das Gericht. Das Gericht, das ist eine super, super gute Karte, weil hier sehen wir, dass man macht sich Gedanken über sich selbst. Das Reflektieren, was ich habe hier schon erwähnt, hier den Eremit sagt auch, nimm doch Zeit für sich. Zeit, bleibt ein bisschen alleine, nimm Abstand von dem Alltag, von den Menschen und mach dir Gedanken über dein Leben, über das, was du erreicht hast, über deine Erfolge und auch die Niederlagen und reflektiere ein bisschen. Ja? Nicht auch nur, denk nicht nur über sich selbst, aber über die Menschen, die du um dich hast, um rauszufinden, welche Menschen dir, zu dir am besten passen. Vielleicht musst du ein bisschen entfernen zu manches, ja. Also ich ehrlich sagen, ich habe das auch mal gemacht und es tut gut. Manchmal muss man die Entscheidungen treffen, dass man sich einfach von manchen Freunden oder Bekannten verabschiedet. Das ist so, das ist im Leben, das ist dieser ständige Fluss, die Leute kommen und gehen und da machen Platz auf was Neues. Und manchmal entwickelt sich das nicht weiter. Man hat Freunde fürs ganze Leben, aber man hat Freunde nur für halbes Leben oder für nur vorübergehend. Deswegen hier die Karte sagt, schau dir das alles an, was bei dir so passiert. Ja? Und triff Entscheidungen. Mach ein bisschen sauber. Mach eine Inventur in deinem Leben. Diese Karten für die Zukunft. 4. Scheibe. Hier sehen wir, dass jemand was erreicht hat und möchte jetzt es nicht verlieren.
Man tut es ganz fest an sich halten und man möchte einfach nicht das aufgeben. Ja, also kein Risiko. Hier sind wir sechste Kelcher. Man guckt aber zurück in Vergangenheit. Man guckt melancholisch auf diese Momente, die schön waren, die man erlebt hat mit dem Liebsten. Und man möchte das wieder erleben. Ja? Aber ohne zu riskieren. Man möchte was Neues vielleicht in Leben bringen. Mit dieser alten Melancholie, kann man so sagen. Ja? Also nochmal sich reinstürzen in was Schönes, in was Tolles, wo diese schönen Gefühle wieder wahr werden, ja, nicht nur in Träumen, aber dass man wirklich was Schönes wieder erlebt, wo man schöne Erinnerungen dann bekommt. Hier haben wir den Ritter der Münzen, die Königin der Kelche und siebende Münzen. Ja, man wird investieren, auf jeden Fall. Auf jeden Fall wird man hier investieren in was Neues, ob das jetzt wirklich eine neue Partnerschaft ist, könnte sein, kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Hier haben wir Königin der Kelche, könnte sein, aber hier sehen wir auch Münzen. Also diese beiden Aspekte sind hier sehr verbunden. Ja, man möchte auf jeden Fall weiterkommen und sich auch zeigen. Ja, man hat hier auch schon was erreicht. Also ich muss sagen, diese Niederlage, die hier ist, diese Ängste, ihr werdet das besiegen. Ihr werdet weiter im Leben kommen. Ihr werdet etwas im Leben erreichen. Also diese Angst, dass man hier eine Katastrophe erlebt, das ist nur Angst. Ja, das ist nur Angst. Im Endeffekt, ihr werdet weit, weit kommen durch eure Fleiß, Fleiß, ja, durch diese Weiterkommen, dieser Drang nach Weiterzukommen, um sich zu bilden, sich zu entwickeln, arbeiten. Ihr werdet glänzen. Hier, vierte Scheiben. Man hat was erreicht, man hat was Greifbares in der Hand. Und hier haben wir auch Ritter der Münzen, diese Karte zeigt, dass man glänzen kann. Glänzen, zeigen, sich zeigen kann. Angeben kann, kann man auch so sagen. Ja. Sehr gute Karte, was die Finanzen angeht. Und die Königin der Kelche, also die Liebe, die Harmonie im Leben, das wird sich auch gut gestalten. Man wird auf jeden Fall hier, siebende Münzen, neu investieren. Richtig investieren, klug investieren. Ob das die Liebe wird, ob das die Finanzen wird, man wird hier gut investieren, dass man später auch gute Erfolge bekommen wird. Aber ihr braucht zu dieser Entscheidung eine Entwicklung. Und hier sehen wir diese Entwicklung, ja? Diese Ängste, die man hat, diese Kopfzerbrechen, ja? Wie wird das? Werde ich hier Versager sein? Oder wie wird das? Ja? Es ist oft so im Leben. Da seid ihr in diesem Monat nicht alleine. Das kennt ihr wahrscheinlich auch von anderen, aus anderen Situationen. Und das kommt immer wieder, immer wieder. Aber umso öfter wir solche Situationen erleben, so stärker sind wir. Und das ist für uns dann nicht mal so fremd. Und wir wissen dann nächstes Mal, wie wir damit umgehen sollen. Auf jeden Fall, meine Lieben, diese Entwicklung, wie gesagt, braucht ihr, um diesen Erfolg hier zu bekommen und zu genießen. Ach, und nicht vergessen, die Liebe hier. Ja, die Auge hat jemand auf euch geworfen. Gib euch Chance, gib euch Chance, ob das euer Partner ist, ja, wenn irgendwelche Missverständnisse waren oder was, dann, ach, dann
kann man sagen, Schwamm drüber, wie man so sagt, ja, und man geht dann weiter mit dem Mensch durch das Leben. Also die Karten, die sind gut, was die Liebe hier angeht. Also für diejenigen, die alleine sind, vielleicht ist da die Hoffnung, dass das wird gut entwickeln. Okay, meine Lieben, ich beende jetzt diese Legung. Das ist meine letzte Legung jetzt. Und ja, letzte Legung für Oktober. Und ich hoffe, dass ihr wird diese Erfolge hier feiern. Und ich hoffe, dass euch gut wird diesen Monat. Und dass ihr wird sich gut fühlen. Und bleibt gesund, bitte. Pass auf euch gut auf und hoffentlich sehen wir uns nächsten Monat wieder. Also, tschüss.